Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Baldur's Gate. Ja, ich habe mal kurz offscreen herauszufinden versucht, was man mit der Sirene hier drin noch anstellen könnte. Und ich sehe gerade keinen Beutel der Heilung. Haben wir noch was? Ja. Nein, haben wir gerade nichts mehr. Okay. Was wollt ihr? Nichts. Das heißt, du gehst jetzt da mal rein. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. So, redet mit der Sirene. Bleibt von mir fern, Schlammmänner. Kein Schritt weiter. Was macht ihr so weit weg von zu Hause? Seid ihr nicht eine Sirene? Gehört ihr nicht ins Wasser? Ihr habt recht, ich sollte nicht hier sein. Aber das spielt keine Rolle. Hinaus mit euch. Wie seid ihr hierher gekommen? Vielleicht können wir euch irgendwie helfen. Ihr könnt nichts tun. Larias wurde von landlebenden Fischern gefangen und als Lohn in ihr Schlammland gebracht. Sie versuchen, Larias auszunutzen und sie alle sterben. Ihr werdet auch sterben, wenn ihr nicht geht, und zwar jetzt. Wir können euch nicht einfach hier lassen, Larias. Ihr habt gerade eine ganze Familie ermordet. Man wird euch bestrafen müssen. Ich habe euch gesagt, ihr sollt mir vom Leib bleiben. Ihr werdet sterben, so wie die Familie in diesem Heim gestorben ist. Beinahe unter meiner Würde. Komm, stirb. Los, töte sie endlich. Müssen wir echt so nachhelfen? Kritischer Fehlschlag, wir haben sie vorhin gewonnen, Hitzet. Ich tue mein Bestes. Muss ich jetzt die ganze Truppe reinschicken? Ja? Für die Gefallenen! So, jetzt ist sie tot. Was wollt ihr? Gut. Beinahe unter meiner Würde. Du bist ja ein Kuchen. Also ja, die einzige Möglichkeit ist es, sie zu töten. Auch wenn das nur 30 Erfahrungspunkte bringt. Ich hab genug davon. Ah, das ist besser, als sie einfach sterben zu lassen. Zumal sie hier alle ermordet hat. Wahrscheinlich, wenn wir hochgehen, auch Kinder. So, was findet Emo noch hier Tolles? Außer der Perle noch ein Edelstein? Ich hab genug davon. Ja, hier liegt auch ein Toter. Die hat hier drin alle umgebracht. Ob es gerechtfertigt war, können wir leider nicht sagen. Auf jeden Fall, sie ist eine Sirene. Sie ist ja von Natur aus böse. Eine Goldmünze. Deswegen war es besser, sie zur Strecke zu bringen. Ich hab genug davon. Talisa wusste ja nicht, dass sie jetzt wirklich stirbt, wenn wir sie gehen lassen. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, nichts leichter als das. So, schauen wir uns jetzt weiter um. Hier war das Haus des Hafenmeisters. Hier unten sind Docks. An das Fass da kommt man. Doch, an das Fass da kommt man ran. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Während Imo in das Fass inspizieren geht, gehen wir einmal hier herum. Hier lang. Aber in dem Fass ist nichts. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Hier ist noch ein Fass. Hier sind jede Menge Kisten. Die sehen aber auch alle fest verschlossen aus. Da ist noch ein offenes Fass. Aber auch da ist nichts drin. Dann gucken wir mal hier ins Haus des Hafenmeisters. Der Hafenmeister. Nichts leichter als das. Das sieht ziemlich dekadent aus. Hier sieht man fast gar nichts nach unten. Aber das Haus selber sieht ziemlich klein aus. Hallo Hafenmeister. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Hey da, was kann ich für euch tun? Wir untersuchen einige der seltsamen Vorgänge hier im Ballston und wir dachten, der Hafenmeister müsste doch ziemlich gut Bescheid wissen, wo ja doch so viele Handelsschiffe ein- und auslaufen. Verzeiht, dass wir euch belästigt haben, wir wollten ein Schiff feuern. Ne, fragen wir mal das Erste. Jo, als Hafenmeister kriegt man ganz schön was mit. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir was über den Eisenmangel. Der Eisenmangel, hä? Na, da gibt's nicht viel zu erzählen. Seitdem die Mühlen im Naschkel im Prinzip geschlossen sind und die Räuberbanden einen Transport über Land unmöglich gemacht haben, ist Eisen nur Mangelware geworden. Seit neuestem ist der Eisenturm mit seiner Handelsflotte dabei, Eisen zu transportieren.
Ist schon eigenartig, weil die Konkurrenz zu schlafen scheint. Sie überlassen dem Eisenthron einfach den ganzen Markt. Der Hafenmeister, dem Hafenmeister zufolge bringt der Eisenthron mit der Handelsflotte Eisen in die Stadt. Ach ja, das hatten wir schon mit dem Kranken. Ihr seid ein absonderliches Volk. Könntet ihr bitte später nochmal vorbeikommen? Ha? Okay. Dann lassen wir den jetzt mal in Ruhe. Der ist beschäftigt. Mit rumstehen. Beinahe unter meiner Würde. Und wir können hier hinten an seinem Haus vorbeigehen. Und kommen dann wieder auf die Straße. Okay. Hier ist ein Haus. Und da ist noch ein Haus. Hm. Das Haus ist offen. Ist das eine Lagerhalle? Ja, das ist eine Lagerhalle. Und hier ist eine Frau. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Ich habe mir gerade aus Tiefwasser eine neue Rüstung liefern lassen. Ich fürchte, ich habe die Handschuhe irgendwo zwischen dem Hafen und hier in einer Kiste fallen lassen. Wenn ihr sie findet, könntet, bevor es jemand anderes tut, wäre ich euch äußerst dankbar. Zwischen dem Hafen und hier. Hm. Norali, eine halbelfische Kämpferin in Baldur's Tor, hat irgendwo auf der Straße zwischen ihrem Arbeitsplatz, dem Lagerhaus und dem Hafen ein neues Paar Panzerhandschuhe verloren. Oh. Ein Schnelligkeitsöl. Schick. Okay, das heißt, irgendwer mit sieben Meilenstiefel wird die Kisten nochmal absuchen müssen nach Panzerhandschuhen. Verschlossen, okay. Was verschlossen ist, brechen wir nicht ein. Da ist auch nichts. Tja, der Hafen. Hm. Der Hafen ist ja nicht groß. Beinahe unter meiner Würde. Ist ja die Frage, was ihr als unter Hafen versteht, weil das hier ist eigentlich der Hafen. Also. Khalid? Gib die mal an Minsk. Und Minsk rast jetzt los. Und guckt sich hier am Hafen nochmal um. Ob er hier irgendwo Panzerhandschuhe findet. Nein. Hier, die Fässer sind alle nicht benutzbar. Auf dem Boden kann es ja nicht einfach so rumliegen. Das wäre fragwürdig, komisch. So, in dem Fass war es auch nicht. Bei solchen Sachen weiß ich nie, ob sie geskriptet sind oder dann auf einmal die Sachen auftauchen. Eigentlich ist hier ja der Hafen. Oh, aber da drüben sind auch Fässer. Na gut, Minzgras mal kurz los. Guck mal hier unten nach. Ob in den Fässern, oh, hier sind sogar viele Fässer, irgendwo Panzerhandschuhe drin sind. Auch nicht. Hm. Hier ist noch mehr Hafen. Hier vielleicht? Nein, hier nicht. Hier auch nicht.
Hier drunter? Nee. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Und hier auch nicht. Oh, hier ist noch Hafen, oder? Und ja, ich renne hier wirklich gerade mit Minsk einmal die Gegend ab. Das hier sieht auch noch nach Hafengelände aus. Wobei das hier ist Haus der Wasserkönigin. Na, da sollten wir vorsichtig sein. Das ist das Haus von Amberlee. Hier ist auch nichts. Oh. Und hier ist der Weg zu Ende. Gucken wir mal kurz auf die Gebietskarte. Nee. Das hier ist der ganze Hafen, aber diese, ich weiß Gruppe nicht, wo die Panzerhandschuhe sein könnten. Nee, Minsk. Ist es vielleicht in der Kiste? Okay, das war jetzt ein Glücksfund. Hier in der Kiste. So, das heißt zurück zum Rest der Gruppe. Ich würde die eigentlich gerne identifizieren, bevor ich sie abgebe. Aber ich habe weder einen Identifikationszauber noch eine Spruchrolle. So, mach das mal so. Weil das kann ich nicht identifizieren und das Buch möchte ich auch gerne endlich mal identifizieren. Die wirst du auch nichts ohne weiteres identifizieren können, hä? Nein. Okay, dann lassen wir das mal kurz sein. Du kannst die wieder an Khalid abgeben. Danke für deine Mühe, Minsk. Oh, du gibst die Edelsteine noch an Khalid weiter. Schnelligkeitsöl, hm? Kann Minsk haben. Was wollt, nichts leichter als das. Dann gucken wir uns halt so weiter um. Erst einmal. Da ist nichts. Dann gucken wir hier rein. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Hilfe! Kommt hier nicht herein, ein Basilisk ist ausgebrochen. Flieht so lange ihr könnt. Wie konnte denn ein Basilisk in ein Lagerhaus mitten in der Stadt geraten? Gorpel Hind und seine Abenteurerbande, die lustigen Narren, passt, haben die Bestie vor ein paar Wochen gefangen. Sie soll nach Tiefwasser gebracht und einem Jahrmarkt vorgeführt werden. Leider erwartet das Tier vorzeitig aus einem magischen Schlummer, aber genug Geld, jetzt lauft. Was immer ihr braucht. Okay. Dann Schutz vor Versteinerung. Ja, gut. Dann gehst du mal vor. Ah, da ist er ja schon. Ein hoher Basilisk. Wenn niemand besser geeignet ist. Oh, ich bin wirklich nicht. Weil du kannst nicht versteinert werden. Ich bin ganz wohl. Und im Nahkampf bist du ziemlich wehrlos. Genau. 7000 Erfahrungspunkte für den Basilisken. Wow. So, wieder das Ding hier. Und im Moment guck mal, was er dabei hatte. 2 Edelsteine. Die ich gleich zu Khalid abschieben kann. Der hätte gucken sollen. So, gut. Und ja, hier hat immer noch viel zu viel Zeug. Was wollt ihr lang? So, und da Imoen findet, dass wir uns als Belohnung hier mal umsehen dürfen, sieht sie sich auch um. Vielleicht finden wir was Wertvolles. 30 Schleuderkugeln zum Beispiel. 30 normale Pfeile. Klingt auch interessant. 30 Schleuderkugeln für Dinner hier. Ja, hier lang.
Das finde ich irgendwie lächerlich. Die Stacks hier gehen. Hier findet man Sachen, die auf 30 gedeckt sind, aber selber kann man nur auf 20 stacken.